Hallo, hier ist wieder der Alexander von Finder 2018. In diesem Video zeige ich dir, wie man einen Freezer 7XCO CPU-Kühler, jenen welchen, wenn man gleich sehen kann, einbauen kann. Und zwar relativ schnell, sollte man das eigentlich können. Und er ist sehr gut geeignet, eben halt auch für AMD-Prozessoren, vor allem auch für Intel-CPUs. Wenn ihr mehr sehen wollt, bleibt bitte dran. Wollte ich euch ja in diesem Video erzählen und zeigen, den Unterschied zwischen dem 3D-Drucker Finder 1 und Finder 3. Nur ist mir dazwischen gekommen der CPU-Kühler von Arctic Freezer 7XCO. Den wollte ich eigentlich mal auf die Schnelle halt in meinen Computer einbauen, einen HP Elite 7500 MT mit einem Board von Pegatron. Und ich musste leider feststellen, dass das Ganze nicht so passte. Und ich zeige euch in diesem Video, wie ich ihn trotzdem einbauen konnte, weil dieser Lüfter echt geil ist, auf Deutsch gesagt, weil er ist nämlich sehr leise, verbraucht wenig Strom und hat keinen Schnickschnack. Also für mich jedenfalls nicht wichtig, dass da irgendwie hier leuchtende LEDs dran sind. Und die CPU, die ich habe, einen Core i3, der soll eben auch nicht übertaktet werden. Und auf dem Board ist auch wenig Platz. Und daher war dieser Freezer CPU-Kühler eigentlich die richtige Wahl. Ja. Und wie ich dahin gekommen bin, dass ich ihn doch einbauen kann, werde ich euch jetzt gleich zeigen. Ja, die erste Lösungsversuch, das doch auf das Board zu kriegen, den CPU-Kühler war, einen neuen Lüfter zu zeichnen, Lüfterhalter zu zeichnen, im FreeCAD und ihn dann mit meinem 3D-Drucker zu drucken. Und ich hatte halt eben noch Halter aus einem anderen Projekt, die ich da unterbauen wollte. Und das war jedenfalls der erste Versuch. Hat aber nicht so gefruchtet. Das zeige ich euch gleich. So, jetzt werden wir erstmal die Kabel für den Fans abbauen. Dann legen wir mal für den hinteren Fan das beiseite. Und jetzt werden wir uns vorsorglich mal erden. Und schon mal den Kühler abbauen. Ah, es hängt noch ein bisschen fest. So, dann drehen wir ihn erstmal um. Und den Prozessor werden wir gleich säubern. Die Wärmeleitpaste wird jetzt erstmal mit Isoalkohol und einem Tuch sauber gemacht. Oder runtergeholt, vorsichtig. Dass auch wirklich alles runter ist. Ich habe mich jetzt auch noch geerdet, zusätzlich Erdungskabel. So. Gucken wir mal, dass das hier nicht irgendwo in den Ritzen hängen bleibt. So.
ist noch ein bisschen was drin. Nicht alles runter. Aber den Rest machen wir dann gleich noch mal in Ruhe sauber. Erstmal gucken wir, ob der Ring auch passt. Wie man sehen kann, ist der Adapterring, der für Intel-Prozessoren sind, nicht passend. Ich nehme den mal vorsichtig raus. Und dann passiert das, was nicht passieren sollte, dass es schon rausfällt, weil die Dübel, wenn man rausnimmt, einfach auch viel zu dick sind. Und wenn man das jetzt hier mal reinsteckt, einfach nicht in das Loch passen. Und der andere Dübel, der durchgesteckt wird, daher natürlich auch nicht passen kann. Und dafür müssen wir jetzt eine andere Lösung finden. Um erstmal ein Gefühl dazu kriegen, ob das passt, können wir ihn jetzt mal drauf packen und sehen, ja, so müsste er sein. Stellen schon mal gleich fest, so wird er jedenfalls nicht gehen. Wenn er so ist, könnte er gehen. Manchmal ist die einfachste Lösung auch die beste Lösung, einfach die kurzen M3-Schrauben ohne Gummiunterlegmutter nehmen und festschrauben. Wichtig ist es natürlich vorher mal in die Gebrauchsanweisung zu gucken, wie die Klammern an der rechten und linken Seite montiert werden. Das heißt halt auch, dass die Klammern wirklich nach innen zeigen müssen und nicht nach außen. Und um das hier rüber zu kriegen, ist es wichtig, dass man auf der einen Seite es etwas löst, auf der anderen Seite etwas stärker. Und dann, wenn man mit etwas mehr Platz raus, wie ich das eben gebraucht habe, dann baut man bitte zum Beispiel die Soundkarte aus, wie hier, und auch die Grafikkarte, damit man mehr Platz hat. Und jetzt kann ich halt gucken, dass ich den Stecker vom Lüfter erstmal schon mal einstecke. Bei mir habe ich eben ein Y-Kabel verbaut, weil ich hinten ja auch schon einen anderen Lüfter verbaut habe, der leiser ist, und der wurde halt nicht erkannt. Also habe ich ihn mit einem Y-Kabel an den einen Steckplatz gepackt, in der Hoffnung, dass das Ganze besser funktioniert, und das tut es halt auch. Das soll man natürlich jetzt hier sehen, dass man genug Platz hat. Dann kann ich die anderen Kabel, wie dieses Kabel hier, auch wieder an seinen vorgeschriebenen Platz stecken und immer darauf achten, dass ihr halt auch so arbeitet, dass es keine Überspannungsschäden gibt. Daher entweder vorher an die Heizung fassen oder mit Erdungskabel. So, zum Festziehen, genau an der Seite hier, Kreuzschraubenzieher nehmen und gleichmäßig rechts und links stückweise anziehen. Also nicht erst eine Seite fest anziehen und dann die andere. Das machen wir jetzt nicht. Und jetzt werde ich halt auch nochmal den Arbeitsspeicher einsetzen, den ich vorhin mit ausgebaut habe, um mehr Platz zu haben. Dazu muss natürlich die Bank offen sein, wie hier. Dann muss ich gucken, dass ich hier dran vorbeikomme. Und dann schaue ich mal, wie
die verbaut sind, weil das ja nur eine Seite einseitig ist. So. Und dann kann ich den Arbeitsspeicher wieder einbauen. So, wir werden den Computer einmal einschalten und mal hoffen, dass alles gut geht. So, der Lüfter läuft an. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Er läuft auch mit an. So, das sieht schon mal gut aus. Wir stellen den Computer wieder aus. Ja, wir haben jetzt den Computer wieder auf den Tisch gestellt, die ganze Kabellage wieder angebracht und wir schalten den Monitor erstmal ein. Und jetzt den Computer und wir schauen mal, was passiert. Der Computer ist jetzt am Hochfahren und er vermisst den hinteren Lüfter. Da wir ja das Y-Kabel angeschlossen haben, wo halt der Lüfter selber, der hinten ist, und der CPU-Kühler zusammen läuft. Es geht nur, da der CPU-Kühler relativ wenig Strom verbraucht und der hintere Lüfter auch. Jetzt gebe ich den PIN noch ein. Voilà. Da ist das Windows wieder und jetzt werden wir mit Hilfe von Speedfan noch die Lüfterkurve einstellen. Und wir werden jetzt erstmal dem Prozessor, das ist kein i3, wie ich gesagt habe, wie man sehen kann, sondern ein Intel Core i7-3770, den etwas stressen und um zu sehen natürlich halt auch, wie die CPU sich verhält und wie die Kühlleistung so ist. Und dadurch dazu werden wir jetzt mal auf Stress CPU drücken. Wir haben hier CPU Z zum Stressen und rechts ist der Speedfan. Und man kann jetzt sehr schön schon mal sehen, dass die Temperatur so langsam aber sicher steigt.
Wie man schön sehen kann, steigt die CPU-Temperatur nicht über 57 Grad, so um bei, glaube so 65, 67 Grad ist die maximale Temperatur, die der Prozessor ab kann. Also sagen wir mal so grob 10 Grad unter, das ist schon mal ganz gut, finde ich. Und jetzt kann ich das Ganze halt auch stoppen. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Vergisst es nicht, vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Und ich denke mal, dass dieser tolle Lüfter für eure CPU wirklich gut geeignet ist, wenn ihr nicht gerade halt irgendwie damit daddeln wollt. Also zocken, besser gesagt. Ja, so wie ich halt ein bisschen Videoschnitt mache. Dem Prozessor auch nicht großartig klocken wollt und einfach mehr Kühlung braucht, einen leisen Lüfter haben wollt, der wenig Strom verbraucht, dann seid ihr halt auch damit gut bedient, wie ich finde. Diese Erfahrung habe ich eben auch gemacht. Da er wirklich sehr leise ist, sehr wenig Strom verbraucht, kann ich halt an einer Steckdose sozusagen halt auch, wo sonst eben nur der CPU-Lüfter hält, hängt, auch gleichzeitig noch den Gehäuselüfter betreiben. Und ich werde jetzt gleich rausgehen. Thank you.